heißen Sie herzlich willkommen und freuen uns auf das Spiel in der Liga. Hoffentlich wird es auch ein gutes. Ihre Kommentatoren sind Frank Buschmann und Marie Reutemann. Buschi, wie siehst du den FC Barcelona heute? Also, es läuft bei dieser Mannschaft wie geplant. Sie sind da, wo sie zu diesem Zeitpunkt der Saison sein wollten. Zum Meister macht sie das natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber sie erfüllen alle Erwartungen, auch die eigenen. Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Xavi. Dani Alves. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Das ist nicht der Sinn dieses Angriffs. Der Gegner hat sich die Kugel bereits wieder erobert. Fabregas. Eine gewagte Nummer aus dieser Entfernung. Jetzt können wir uns auf den nächsten Eckstoß freuen für den FC Barcelona. Mascherano! Und dafür musst du dich als Torwart noch nicht mal bewegen. Khedira. Zweikampf auf die alte Art, die Grätsche. Das sieht gut aus. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Und jetzt ins Tor. Das ist es. Da wird der Trainer zufrieden sein. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Da wird der Trainer zufrieden sein. Marcelo. Und nun Lionel Messi. Er kann es einfach. Er hat es drauf. Ein kompletter Sturm. Aggressives Tackling. Und nun hat Real Madrid den Ball. Und da versucht er, den Ball zu bekommen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Özil! Die Flanke kommt nicht durch. So sieht ein Pass. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Cristiano Ronaldo, er zieht einfach mal ab und zack, der Ball ist im Tor. Ein Riesending, gerade aus der Distanz, Ronaldo eine Macht. 23 verschiedene Laufwege und dann dieser Freistoß. Unfassbar, unfassbar. Das hat's, da bin ich mir hundertprozentig sicher, noch nie so in der Form gegeben. Ein wunderbarer Freistoß und wenn man die Kugel so trifft, dann schlägt's ein. Wir können festhalten, Real Madrid führt zur Pause. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Achtung! Was für eine klasse Tat! Und der FC Barcelona holt einen Eckball raus. Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Und der kommt genau an. Da können wir die ganzen Schablonen. Messi, Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Ja, warum unnötig Risiko eingehen in dieser Situation? Da nimmt man lieber einen Einwurf in Kauf. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Und der Assistent entscheidet abseits. Stark
stark gemacht. Und jetzt! Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Sergio Busquets. Ja, da kommt was auf uns zu. Xavi Alonso. Da bahnt sich eine Chance für Real Madrid. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Eine knappe Pausenführung. 1:0 nach 45 Minuten. Warum denn nur so wenig Tore in diesen ersten 45 Minuten? Weil die nicht richtig justiert haben im Abschluss, das Ganze viel zu schwach. Ich weiß, der Spieler würde gerne weitermachen, aber es geht nicht. Er muss das Spielfeld verlassen. Und nun Lionel Messi. Ein wunderschönes Zuspiel. Khedira. Und nun Lionel Messi. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Mesut Özil jetzt. Benzema. Sicher in der Ballbahn. Ja, da schaut er sich nach Hilfe um. Oh, das Bällchen mit dem Kopf. Ein sehr schöner Pass. Lionel Messi stört und will den Ball. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Fabregas. Ja, so kann es weitergehen. Jetzt beeilt euch mal. Da ist ein schöner Konter drin. Mein Gott, was kloppt der da so rein? Das muss doch auch nicht sein. Nee, das nennt man dann, glaube ich, übertriebene Härte. Und wollen wir mal hoffen, dass das nicht wirklich eine schlimme Verletzung ist. Dieser Mann, der da kommt, das ist ein Verteidiger. Ja, darüber können wir uns wirklich nicht wundern. Nein, also ist eine klare Geschichte. Alle ab nach hinten, vielleicht den einen oder anderen Konter fahren, aber ansonsten Ergebnisverwaltung. Das lief ja ganz gut, aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Und nun Lionel Messi. Gut gemacht und jetzt weg damit. Geschlafen. Das wird sich jetzt Trainer auffragen. Aber bitteschön, das ist jetzt die Quittung, das ist der Ausgleich. Dani Alves. Und nun Lionel Messi. Das ist ein Stürmer, der ist jeden Cent wert. Ein Killer. Xavi Alonso. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Gucken wir uns mal die Ballbesitzstatistik an. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Dieser Ball von Lionel Messi wird abgefangen. Wechsel im Ballbesitz. Barcelona hat ihn. Eine gute Position für einen, der über... einen weiten Einwurf verfügt.
Und jetzt wirft er hier alles in die Waagschale. Alles oder nichts. Drei frische Spieler auf einen Streich. David Villa. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Und nun Lionel Messi. Da freut sich der Trainer. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Er hätte mal sofort verarbeitet. Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Modric. Und schon wieder eine Grätsche. Modric. Xabi Alonso. Marcelo. Und das macht er richtig gut. Und nun Lionel Messi. Geht er rein? Der Verteidiger blockiert den Ball. Fabio Contrao. Jetzt ganz schnell machen. Jetzt der Konter. Das sieht gut aus. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Und nun Lionel Messi. Wer wird der Sieger sein? Nach 90 Minuten wissen wir es noch nicht. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Unentschieden. Der Spielstand nach der regulären Spielzeit.